Sie kann, was kaum noch jemand beherrscht. Auch nicht in ihrer handwerklich begabten Familie. Die Herausforderung, die Arbeit, der Ehrgeiz bis zum Schluss durchzumachen und nachher das Gesamtergebnis zu sehen. Ich bin halt Hausfrau und arbeite meine Arbeit bei mir zu Hause. Das passt gerade für mich. Ich bin halt für die Familie dann auch da. Ansprechpartner, wenn Sorgen oder Probleme sind. Diana Reinhardt ist eine Sinti-Frau. Eine Sintisser, dreifache Mutter aus dem Clan der Reinhardts in Koblenz, einem Musikerclan. Und in dieser Familie ist man nie allein. Das ist gut, Robino. Wird langsam immer besser. Beruhigt mich. Das ist wie Radio hören. Manche machen sich Radio an oder machen sich im Fernsehen an. Und ich höre zu, wie meine Familie Gitarre spielt. Das tun die oft. Mehrere Stunden eigentlich am Tag. Die üben. Das ist halt bei den Sintis so. Ehemann Janos und der ältere Sohn Celentano betreiben eine Schrotthandlung. Über die Männer kommt mancher alte Stuhl ins Haus. Die sind wunderschön. Und schade, dass so viele jetzt noch weggeschmissen werden, weil man ja nicht weiß, dass man die reparieren kann. Nicht jede Arbeit kann sie zu Hause erledigen. Mehr Platz zum Aufarbeiten der Stühle bietet das Haus ihres Vaters in Koblenz-Asterstein. Da ist die Sinti-Werkstatt. Bilder aus dem Jahr 2000. Hatscha Reinhardt hatte das Tischland von Vater, Großvater gelernt, an Söhne und Brüder weitergegeben. Die Sinti-Werkstatt lief gut. Doch dann wurde Hatscha Reinhardt schwer krank und ohne ihn machten die anderen nicht weiter. Geht dir gut? Ja. Nur die Tochter führt seine Handwerkstradition fort seit 10 Jahren. Ich hätte ja nicht gedacht von Anfang an, dass es ja so, also sie ist so energisch und sie macht das mit so einer Freude. Ja, die macht ja uns auch eine Freude damit, ja? Mir vor allen Dingen, gell? Weil ich weiß, wie das ist, wenn man so hat von Herzen macht. Sie macht das ja auch mit Liebe. Ja, mache ich für meinen Vater, dass er stolz ist. Dass sein Zeug, wo er schon früher angefangen hat, weiter einer Führe tut. Später machen die Söhne da doch wieder weiter. Vater hat ganz viel selber gemacht. Das hier ist unser Familientisch, da essen wir und trinken wir drauf. Da hat mein Vater in Tarsien arbeiten und von hier arbeiten gemacht. Die Werkstatt des Vaters ist jetzt Raum zum Aufarbeiten der Stühle. Ehemann Janos Reinhardt hilft seiner Frau. Gelernt hat sie ihr Handwerk im Herkunftsort der Tonet-Stühle von einer alten Dame in Boppert. Jetzt, wo Diana Reinhardts Kinder groß sind, will sie auch ihr Handwerk größer machen. Jetzt würde ich versuchen, mir einen eigenen Laden aufzubauen, wie mein Vater. Mit halt jetzt, wo man live jetzt Stühle flechte und die Personen, wo da vorbeilaufen, können zugucken, wie man Stühle flechtet. Diana Reinhardt. Geprägt durch ihre Familie, die Musik. Die Männer werden für ihre Musik bewundert und sie für ihre Fingerfertigkeit. Für ein Handwerk, das in der Familie große Anerkennung findet.